Hallo zum vierten Video über die historischen Hintergründe der legendären Gebäude aus Forge of Empires. Es geht weiter mit dem Leuchtturm von Alexandria. Im Prinzip hat dieses Gebäude keine Auszeichnung oder Rekord, welcher ein Gebäude bekommen kann, nicht bekommen. Er war nicht nur der erste seiner Art, also der erste Leuchtturm der Geschichte, sondern auch noch für seine gesamte Lebensdauer das dritthöchste Gebäude der Welt, vielleicht sogar das höchste Gebäude der Welt, und wurde in die Liste der sieben Weltwunder aufgenommen als Ersatz für die damals bereits zerfallene babylonische Stadtmauer. Erste Frage, die sich da natürlich stellt: Welche beiden Gebäude sollen höher gewesen sein und warum nur vielleicht höchstes Gebäude? Also erstmal ist man sich leider nicht so ganz sicher, wie hoch der Leuchtturm genau war. Und da er insgesamt um die 1600 Jahre existiert hat, wurde er in dieser Zeit auch mehrmals mindestens teilweise zerstört und nicht wieder in seiner vollen Höhe aufgebaut. Jedenfalls soll er zur Spitzenzeit zwischen 115 und 160 Meter hoch gewesen sein. Die größte und mittlere Pyramide von Gizeh waren in ihren besten Tagen zwischen 143 und 147 Meter hoch und existieren bereits ein paar tausend Jahre länger. Je nachdem, wie groß der Leuchtturm also wirklich war, rangiert er noch unter oder sogar über den Pyramiden. Erbaut wurde er zwischen 299 und 279 vor Christus im Auftrag von Ptolemaios dem I. Und dazu hat alleine er eine ganze Menge Silber in die Hand genommen, ca. 21.000 Kilogramm, was heute 8,9 Millionen Euro entsprechen würde. Der Standort war nahe der kleinen Insel Pharos vor dem Hafen Alexandrias. Deswegen wurde er auch Pharos von Alexandria genannt. Und das steht in vielen heutigen Sprachen auch immer noch für Leuchtturm. Also Pharos, nicht Pharos von Alexandria. Der eigentliche Leuchtturm stand auf einer 190 x 190 Meter großen Granitplattform, die je nach Überlieferung noch von einem überdachten Gang umgeben sein soll. Der Turm war in drei Abschnitte aufgeteilt. Der untere Abschnitt war mit seinen 55 bis 65 Metern aus schweren Steinblöcken mit Blei als Fugenmaterial zur Elastizität und beherbergte wohl ca. 50 Räume für Vorräte und Arbeiter. Mittels einer Rampe konnte man mit Eseln Materialien bis fast ganz nach oben transportieren. Ein Seilzug ermöglichte die letzten Meter zur Feuerstelle. Tagsüber konnten Schiffe aus dem obersten Abschnitt mit einem Spiegel gelotst werden und nachts half eine 9 Meter hohe Laterne. Der massive und doch gleichzeitig etwas elastische Baustil sowie die umliegenden Wellenbrecher verhalfen dem Leuchtturm zu seiner unglaublich langen Lebensdauer. Dennoch wurde er durch mehrere Erdbeben, beispielsweise 365, 769 sowie 1303 und 1325, mindestens teilweise zerstört. Spätestens 1375 wurde er jedoch durch ein Beben komplett zerstört. Nach Reparaturen im späten 11. Jahrhundert wurde jedoch auch schon bereits nicht mehr die originale Höhe wiederhergestellt. Fast 100 Jahre nach seiner Zerstörung wurden 1480 die Trümmer dann geborgen und diese, sowie das Fundament des Leuchtturms, für den Bau der Kite Bay Zitadelle an derselben Stelle verwendet. Außerdem stand in ca. 50 cm großen Buchstaben auf der Seeseite des Leuchtturms der Name Ptolemaios I. Dies sollte zur Würdigung des Initiators und Geldgeber des Projektes sein. Also zumindest für die ersten Jahre. Denn der Baumeister Sostratos hatte den Namen in nur eine dünne Schicht Putz geritzt, welche durch die Witterung mit der Zeit verfiel. Unter dem Putz tauchte dann sein eigener Name in Blei ausgelegten Buchstaben auf. Ich hoffe, das Video hat euch soweit erstmal wieder gefallen und ihr schaut auch in der nächsten Folge wieder vorbei. Bis dahin, erstmal ciao.